alle da, alle Kameras an jetzt, glaube ich. Dann bin ich wieder zur PK. Spielt unser U21 gegen VfB Lübeck. Entstand 1-0 für den VfB und würde dann gleich das Wort an nächster Trainer Martin Landel übergeben. Ja, also ich muss sagen, ich bin heute sehr glücklich für meine Mannschaft. Mit dem Ergebnis, aber auch mit der Leistung. Wir haben das dritte Spiel in dieser Woche gehabt. Haben vieles vor allem in der ersten Halbzeit umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Gehen, glaube ich, auch verdient in Führung. Können dann nachlegen auf 2-0. Dann ist es vielleicht etwas ruhiger dann in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann für meinen Geschmack phasenweise sehr tief reindrücken lassen. Wir haben dann gefightet für diesen Sieg. Wirklich alles reingehauen. Ich glaube, die Jungs waren wirklich am Limit am Schluss. Wie gesagt, das dritte Spiel in dieser Woche. Und da verziehen wir mit, wie sie das dann gemacht haben. Man weiß natürlich, dass der HSV 2 mit frischen Kräften kommt. Ich glaube, unter der Woche wurde auch nicht gespielt. Dann haben sie 6 tolle Fußballer dabei vom Bundesliga-Kader. Klar, da hat man, dass eine gewisse spielerische Linie dabei sein wird. Dass es sein kann, dass man unter Druck gerät, aber nochmals, ich glaube, unterm Strich geht der Erfolg heute in Ordnung. Ich freue mich sehr, auch für mich natürlich, weil die letzten zwei Mal, wie wir hier waren, haben wir 2x2-0 verloren. Letztes Jahr ziemlich hergespielt worden, wie es so schön heißt. Aber ich glaube, dass wir wirklich zufrieden sein können mit heute, dass wir jetzt entspannt die Busreise nach Hause angehen können und jetzt mal entspannen können. Und nächsten Samstag geht es dann wieder weiter gegen Hannover 2. Auf dem können wir auf jeden Fall aufbauen. Ich glaube, der HSV 2 wird auf jeden Fall noch große Entwicklungsschritte in dieser Saison machen. Wir haben tolle Fußballer dabei. Es ist so bei einem Neustart, bei den Zweitvertretungen, ist es öfter so, dass das eine gewisse Zeit dauert, aber der große Vorteil ist, dass sie gewillt sind, sich auch während einer Saison zu entwickeln und das glaube ich, das werden wir auch machen, das werden wir uns auf jeden Fall abschauen und somit wünsche ich als Frau natürlich weiterhin alles Gute und gute Genesung an die zwei Verletzten. Danke sehr. Danke und damit auch das Wort an unseren Coach Stefan Weiß. Ja, ich kann die erstmal Glückwunsch von euch jetzt. Ich kann die Eindrücke so ein bisschen bestätigen. Erste Halbzeit kommen wir eigentlich ganz gut ins Spiel. Spiel ist so ein 50-50-Spiel, Ball, welchen läuft bei uns ganz gut. Kriegen dann wieder ein verdammt, ich sag's mal auf Deutsch, beschissenes Gegentor. Und danach, muss man sagen, hatte Lübeck 2-3 Kontersituationen. Wo sie das, wenn sie das hätten besser ausgespielt, hätte schon relativ schnell auf 2-0 stehen können. Wir haben ein paar Sachen geändert in der Halbzeit, so dass wir dominanter in der zweiten Halbzeit waren, wie auch eben schon angesprochen, ein bisschen mehr Druck nach vorne entwickeln konnten, Lübeck ganz gut eingeschnürt haben in der gegnerischen Hälfte, allerdings ohne dann in letzter Konsequenz auch eine Masse an Torchancen zu erarbeiten. Das hat dann einfach gefehlt. Wir hatten mit Ari die Schusschance, die der Torwart gut hält, und wir hatten dann noch 2-3 Freistöße und 5 oder 6 Ecken. Jetzt ist es natürlich so, dass wir auch aus diesen Möglichkeiten, die wir uns dann erarbeiten, durch das Reindrücken des Gegners, also mal nach einer Ecke oder mal nach einem Freistoß, einfach auch mal ein Tor machen müssen. Ja, weil ich glaube, wir hatten heute 8 bis 9 Ecken. Und wenn wir jetzt mal ehrlich zueinander sind, war davon keine in irgendeiner Weise so gefährlich, wie sie mal hätte sein müssen, und Standardsituation, das hat die letzte WM gezeigt, ist immer noch mal in Mitte, um ein Tor zu machen. Da fallen irgendwie 30-40% der Tore nach. Ist heute uns nicht gelungen. Ich kann der Mannschaft aber auch 0 Vorwürfe machen. Die haben in der zweiten Halbzeit eine vernünftige Einstellung an den Tag gelegt. Sie haben dafür gefeiert, hier was mitzunehmen heute, den Ausgleich zu schießen. Wir müssen halt jetzt in Zukunft und die nächsten Spiele darauf achten, nicht so doofe Gegentore zu kriegen und immer im Rückstand und irgendwie die Nackenschläge auszuhalten, damit wir das den Gegner nicht immer in der Richtung so einfach machen und dann immer Comeback-Qualitäten beweisen müssen, sondern vielleicht mal selber in Führung gehen. So ist so das Fazit zum Spiel. Steffen, vielen Dank und damit gerne Feuer frei bei den Fragen, falls jemand welche hat. Frage an Steffen Weiß: Hat der VfB die Saison berechtigte Chancen, ganz oben mitzuspielen, aus deiner Sicht? Ich glaube, sie haben jetzt, was habt ihr, 7 Spiele, gell?
Sieben sind vorbei. Sieben Spiele, zwei Gegentore. Also das ist schon eine ganz gute Bilanz. Also stehen da echt extrem stark dann mit ihrer Defensive. Ist sehr, sehr ordentlich und ein Umschaltspiel und auch von den Spielern, die sie ganz neu dazugeholt haben, ist natürlich extreme Qualität dazu geworden. Hat man heute auch gesehen. Das war schon, ist eine führende Mannschaft in der Regionalliga, die sicherlich für sich selbst auch den Anspruch hat, relativ weit am Ende oben zu stehen. Ja, Steffen, du hast letzte Woche gesagt, dass es euch wahrscheinlich ein bisschen zugutekommen würde, wenn ihr ein bisschen tiefer stehen würdet. Seither hast du aber auch gesagt, dass du den Weg des Vereins in der Hinsicht mitgeht, was das Spielsystem aktuell angeht. Nach dem heutigen Spiel ist dann vielleicht der Zeitpunkt, dass man sich mal zusammensetzt und darüber diskutiert, ob man vielleicht doch mal was verändern müsste? Nein. Also wir bleiben unserem Weg treu. Ja, ich weiß. Ist natürlich so, muss mir keiner erzählen, wir haben drei Spiele hintereinander verloren und klar kommt dann so eine Frage. Aber wir haben hier beim HSV über Jahre war es so, dass es nicht durchweg das Gleiche gespielt wird. Jetzt wird das Gleiche gespielt und nur weil man mal eine Durchstrecke hat, gehen wir jetzt nicht daran und schmeißen wieder alles um. So. Und ich denke, auch heute hätte es genug Möglichkeiten gegeben, wie gesagt, mal aus einer Standard. Mal aus der Box, mal über den Ball, über Backer, über rechts, über links Tore zu machen, daran scheitert es nicht. Und das hat heute auch nicht daran gescheitert, dass wir irgendwie zu hoch gestanden haben, sondern einfach daran, dass wir einmal nach 10 Minuten einen kleinen individuellen Fehler drin hatten, der dann zum 1-0 geführt hat und dann wir dem Spiel hinterher rennen mussten. Und dann hätten wir sowieso auf typische HSV-Weise weitergespielt, weil der Ballbesitz und das aktivere Spiel mit dem Ball war wohl heute auf unserer Seite. Hinzu kommt ja, dass vorne Tor Flaute, kann man jetzt inzwischen ja schon fast sagen, wo Manu ja jede Woche runterkommt, fallen vorne keine Tore. Was muss da passieren? Also klar, Tore muss man machen, aber... Gut, heute, also grundsätzlich ist es so korrekt, wir müssen mal ein paar mehr Tore schießen. Heute sind wir natürlich auf eine extrem gute Defensive gestoßen, das muss man ja schon mal sagen, mit ihrer Fünferkette da hinten, das war schon extrem gut verteidigt. Eigentlich, wie gesagt, gerade über Flüge, wir hatten ganz schön viele Flüge-Szenen, wo wir eigentlich über den Flügel durchkommen, aber dann in der Box ist es dann halt schwer, wenn da vier oder drei zentrale Innenverteidiger noch ein Ball für einen äußerer Verteidiger eingerückt ist. Da wird es ein bisschen kritisch, aber klar, nach vorne müssen wir was tun. War aber heute auch gegen eine extrem gute Mannschaft defensiv, das muss man dazu sagen. Und am Mittwoch gegen Norderstedt müssen wir da einfach in die letzte Konsequenz mehr belaufen, Ball fern, mehr belaufen über einen äußeren Mittelfeldspieler, der kommt, über Achter, die ranschießen. Und dann werden wir auch da gefährlicher wieder werden. Ist man jetzt am Mittwoch in Norderstedt schon so ein bisschen zum Gewinnen verdammt? Damit man nicht ganz unten reinrutscht, damit es nicht echt brenzlig wird? Ja, brenzlig ist zu dem frühen Zeitpunkt der Saison sicherlich noch zu viel gesagt, aber klar, wir sollten Mittwoch nach Norderstedt fahren und das ist ganz klar, oder ganz klar, die Mission ist da, das Spiel zu gewinnen. So wie heute allerdings auch, ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Wir gehen in jedes Spiel, um uns zu gewinnen. Steffen, ihr steht jetzt auf dem Abstiegsplatz. Wie bewertest du die Gesamtlage der U21? Was muss besser werden, dass ihr da wieder rauskommt? Ja, ist natürlich eine schwierige Situation aktuell. Aber ich denke, wir sind letzte Woche einen Schritt weitergekommen, weil wir gut trainieren konnten auch mit viel mehr Leuten und einige Dinge davon auch heute umgesetzt wurden. Das heißt, da gibt es schon eine Besserung und wir treffen auch nicht jede Woche auf so einen starken Gegner wie Lübeck. Jetzt haben wir aber auch zwei Spiele mit Norderstedt und danach Havese, also zwei Spiele in der Woche quasi, in den nächsten sechs Tagen. Wo klar die Devise sein muss, Punkte zu holen. Und wenn die Mannschaft so auftritt wie heute zweite Halbzeit, habe ich da auch keinen Zweifel daran, dass das passieren wird. Gibt es weitere Fragen? Dann würde ich sagen, schließen wir die PK und wünschen allen eine gute Heimfahrt.